Beharrlichkeit? Du bist ein super Jagdbogen, oder? Ja, du bist ein Jagdbogen. Weil wenn ich bei anderen Jagdbögen gucke, wenn wir noch welche hätten. Ja, genau, Intellekt. Die Fallen können wir weg. So. Ein Bogen für Sagani. Den können wir auch gleich mal verzaubern. Du bist schon zuverlässig. Zuverlässig. Verwundend, beschädigend. Was ist zuverlässig? Beschädigend plus 3, plus 45 Schaden. 20% vielleicht treffen werden in Treffer. Verursachen das Zeitschaden, Unterbrechung, okay. Wir können ja also verzaubert Voraussetzung nicht erfüllt. Präzise. Außergewöhnlich. Nicht genügend Materialien, um es außergewöhnlich zu machen. Wahrscheinlich war es schon zuverlässig. Nee, beschädigend 3 ist es. Ah ja. Sekundär. Können wir Frostpeitsche hinzufügen. Oder Feuerpeitsche, Rostpeitsche, Schockpeitsche. Nehmen wir mal Schockpeitsche. So. Und erschlagen. Humanoid. Require Stufe 5. Ah, maximaler Verzauberungswert erreicht. Dann mach mal Geist. So. Sehr schön. Ja. Slowly now. Okay. Gehen wir erstmal zurück in den anderen Raum da, der noch mit Schleim vollgestopft ist. Den wollte ich mir nämlich auch mal kurz ansehen. Oh, und hier ist Zeug drin. Guter Jagdbogen. Steady does it. Und hier? Eine Fiole für Edda und Zeug. Und ja, wir hätten bei den Druiden diese Gifttränke. Die Ausdauertränke trinken können, die hier. Hey. Die Erholungstränke. I'll see what I can find. Größerer schwarzer Schlamm. Okay. Das könnte ziemlich böse werden. Bomb dem mal eine Feuerbombe entgegen. Können wir nicht. Weil die Tür versperrt ist. Okay, dieser Schlamm ist eigentlich recht harmlos, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil wahrscheinlich die meiste Zeit Fenris angegriffen wird. Hatte der was Interessantes dabei? Außer seiner Vorräte? I shall be quiet as a calm sea, which is... Ja, ich weiß, dass eine ruhige See nicht wirklich ruhig ist. Oh, noch ein Troll. Let's go! Trolle sind nun wahrlich harmlos. Geworden. Die ganze Gruppe bitte. Das hingegen ist nicht so gut. Okay, das war ein Steinkäfer. Zum Glück nur einer. So. Jetzt beschwört das Skelette, gerade am Schluss.
Sigrun's fire casts light in dark places. Ja, sehr schön. Weil das hier wäre der andere Weg gewesen, okay. Gut, dann wäre das auch geklärt. Dann können wir da lang mal weiter gucken. Meine Vermutung stimmt wahrscheinlich, dass auf jeder ungeraden Ebene. Hilfe, war das ein Erdbeben? Ein Atra-Käfer. I shall deal with this one. Ja, mach den mal benommen. Und du? Mach mal auf den Adra-Käfer dein eingeschworener Feind. Sehr schön. Auf so stärkere Gegner sollte ich wirklich den eingeschworenen Feind machen. Den kann sie ja, glaube ich. Ne, pro Ruhephase. Aber trotzdem gegen Bosse vor allem sollte das helfen. Okay, das ist ganz schön viel Schleim. Das ist schon wieder ein größerer da hinten. Verletzt sich da jemanden? Nein. Das macht aber schön viel Schaden, die Feuerlanze. Muss ich ehrlich zugeben. So. Die macht wirklich gut Schaden. Würde sie nicht alles treffen, was im Weg stehen würde, wäre die ziemlich mächtig. So. Geld und Dietriche? Entschluss. Das ist ein Säbel. Okay, Edda kriegt einen hübschen Säbel. Jo. Der ist schon mal gut. Das ist gut. Für außergewöhnlich brauche ich wieder ein Vitra-Kirn. Der kriegt gleich mal eine Frostpeitsche. Und Humanoiden erschlagen, so. Vernichtung kann der. Okay. Jetzt hat Edda super Ausrüstung. Ich frage mich, ob das auch der Säbel ist, der den Geheimgang oben öffnet. Oh. Erstmal den Steinkäfer weg. Let's go. That's not very helpful. Und jetzt den Adra-Käfer weg. Und er ist weg. Sehr schön. Und Kanna, nein, du brauchst keine Skelette beschwören. Oh, das ist das Gesicht. Dieses massive Gesicht scheint irgendwie aus lebendem Adra geformt zu sein. Jede einzelne Furche ist glatt. Das ist nur geschmacklos. War das jetzt gerade Isemir, die da gesprochen hat? Slowly now. Toll. Pudding der Leid? Was zur Hölle? Oh, aber Palegina sieht langsam nicht mehr so gut aus. Hau den mal um. Ah, menschliche Skelett hat die Gruppe verlassen.
Okay, Palegina ist noch über ihrem Ausdauerlimit. Ja, menschliches Skelett hat Gruppe verlassen, ist okay. Und alles okay. Das wollte ich jetzt nicht. Das war schlecht, schlecht, schlecht. Okay, ich glaube, ich habe die abgehängt. Ein Teil von ihnen jedenfalls. Oh, er hat Wurms gerufen. Let's go. So, solange die Würms da sind, schade. Dachte ich, könnte ich mich mit dem Rest auch noch anlegen. Oh, solche Erholungstränke, sehr schön. Okay, dieser Pudding, den finde ich etwas fragwürdig. Oh. Und hier würde es wahrscheinlich weitergehen, hä? Let's go. So, und noch den Schleim hier hinten. So. Ja, hier ist noch ein bisschen Grünschleim und die voll. Oh, niedrige Gesundheit bei Palegina. Und sie ist bewegungsunfähig. Ach, sie ist im Berserker-Rausch. Wir sollten schnell das besiegen, was schmerzhaft ist. Und hier geht's gar nicht runter. Okay. Au. Autsch, autsch. Okay, ich würde sagen, ich raste hier einfach einmal. Eine Eskorte wird gebraucht. Geringe Reputation bei Zwillingsulmen. Eskorte aussenden. Na, schicken wir mal die Mutter weg. Das heißt, bei Zwillingsulmen bin ich jetzt zurzeit neutral. Okay. Keep it quiet. Weil das hält ja noch. Der Rastbonus. Also kann ich hier ruhig den Schleim noch erledigen. So. Weg mit dem Schleim. Was hast du jetzt gemacht? Ach so, Pfeile geführt. Ach so, der hat die umgeschrien oder hat versucht, sie umzuschreien. Gut. Da ist wohl der nächste Abuntergang, hä? Gut. Ja, da waren wir gerade, auf der Höhe des Riesengesichtes. Wobei ich eigentlich erwartet habe, dass das auf Stufe 5 wäre, also hier. Steady. Steady does it. Xaurips.
Oh, verdammt viele Xaurips.